بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zu unserem Maliki-Kurs. Heute ist ein besonderer Tag, denn einige von uns, alhamdulillah, haben die Möglichkeit erhalten, auf Umrah zu fahren. Und deshalb dachte ich, es ist interessant, sich doch ganz grob, wirklich sehr, sehr grob in dieser kurzen halben Stunde, sich die Umrah-Regelung anzuschauen und wie das alles funktioniert. Und bevor wir wieder beginnen, schauen wir uns erstmal die Absichten des Lernens und Lehrens an, um uns gegenseitig, inshallah, an den Sinn und Zweck dieser Sitzung zu erinnern. Bismillahirrahmanirrahim. Wir beabsichtigen, das Lernen und Lehren selbst erinnert zu werden und andere zu erinnern, nützlich zu sein und Nutzen zu ziehen, profitieren zu lassen und selbst zu profitieren, dazu zu ermutigen, am Buche Allahs und an das Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam festzuhalten, zur Rechtleitung einzuladen und Lotse zum Guten zu sein, nur um Allah zu erreichen und um seine Zufriedenheit, seine Nähe und seinen Lohn zu bekommen. Lob gepriesen und erhaben sei er. Amin. Tamam. Genau, heute gibt es nur eine Folie zur Umrah, das ist nämlich die hier. Die Umrah ist in der malikitischen Rechtsschule eine Sunna Muakkada, also eine bestätigte Sunna. Die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie unterlassen. Das haben wir schon erwähnt, dass Sunna Muakkada bedeutet, eine bestätigte Sunna, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht unterlassen hat. Und zwar einmal im Jahr ist sie eine Sunna Muakkada. Mehr als das wäre makruh bei den Malikiten. Und natürlich gibt es Leute, die selten die Möglichkeit haben, zur Umrah zu gehen. Da ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, quasi auszuweichen auf einen anderen Madhab, um mehrere Umrahs dann auf einmal zu machen. Viele wollen immer eine Umrah für ihre verstorbenen Familienmitglieder machen oder für ihre lebenden Eltern oder was auch immer. Und das ist alles sozusagen relativ breit. Also da braucht man nicht so engstirnig zu sein. Wichtig ist, dass das immer in Absprache mit einem Lehrer oder Gelehrten ist, der sich da auskennt. Gut, was gibt es erstmal allgemein zur Umrah zu sagen? Die Umrah, muss man sich vorstellen, ist eine komprimierte Hajj. Das heißt, die Hajj hat, übrigens das Thema Hajj ist das einzige Thema, wo wir unterscheiden zwischen Wajib und Fard oder Rukn und Wajib. Wir haben nämlich am Anfang immer gesagt, wir haben die fünf Urteilskategorien, ne? Also Haram, Makruh, also Mubah, erlaubt und Sunnah, beziehungsweise Mandub und Wajib oder Fard. Und wir haben gesagt, das ist ein Synonym. Aber in der Hajj unterscheiden wir zwischen Säulen, Arkan und Wajibat, Pflichten. Die Säulen, Arkan in der Hajj, wenn man die nicht erfüllt, dann ist der Hajj weg vom Fenster. Aber die Wajibat kann man immer noch ausbiegen, gerade biegen, indem man halt bestimmte, bestimmte Wiedergutmachungen halt vollbringt. Das ist aber jetzt nicht Thema. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Umrah eine komprimierte Hajj ist. Das heißt, die Umrah hat drei Säulen, die die Hajj auch hat. Aber bei der Hajj gibt es noch Arafah und so weiter. Und zwar sind diese Säulen eigentlich nur drei. Und zwar Ihram, Tawaf und Sa'i. So, das sind jetzt alles arabische Begriffe. Ihram ist der sogenannte Weihezustand, kann man sagen. Ne? Ihram, da steckt das Wort oder der Verbstamm Harama drin. Und Haram hat ja auch den Stamm Harama. Und das bedeutet immer etwas mit Grenze ziehen, schützen, Verbot. Ne? Und Ihram ist eben der Zustand, in dem man sich begibt, vor der Hajj oder vor der Umrah, oder wenn man die Hajj oder die Umrah angeht, ist eben der Zustand, in dem man sich begibt, mit dem dann bestimmte Verbote einhergehen. Deshalb ziehen dann die ganzen Hajjis, ne, die weiße Kleidung an. Warum? Weil man darf nichts mehr Genähtes tragen. Ja, aber wir kommen gleich dazu. Ich will nur ein bisschen erklären, was das bedeutet. Also Ihram, Takbiratul Ihram ist die erste Takbir im Gebet. Wenn wir Takbiratul Ihram ausgesprochen haben, befinden wir uns im Gebet und damit haben wir ein Ihram, eine Grenze gezogen. Im Gebet ist nicht mehr erlaubt, was davor erlaubt war. Im Gebet darf man nicht mehr essen, darf man nicht mehr trinken, darf man nicht mehr reden, darf man sich nicht mehr richtig bewegen. Stimmt's? Man bewegt sich nur noch auf ganz bestimmte Art und Weise. Das ist also die Haram-Komponente, die Ihram-Komponente.
die dadurch zustande kommt. Und genauso ist es halt hier, ne? Du hast diesen Ihram-Zustand. Dann haben wir Tawaf. Tawaf ist die Umrundung der Kaaba, die jeder von euch sieht im Fernsehen oder auf YouTube oder wo auch immer, wenn er mal Mekka live verfolgt hat oder die Kaaba live verfolgt hat, da laufen die Menschen um die Kaaba. Das nennen wir Tawaf. Okay, die Umrundung der Kaaba ist ein Gebet, ist eine Art von Gebet. Ja? Sa'i ist, was ihr alle aus der Geschichte von der Frau von Ibrahim kennt, alaihissalam, das Wandern oder das Umherlaufen zwischen Safa und Marwa, zwischen diesen beiden Hügeln. Ne? Sayyida Hajar ist mit ihrem Sohn Ismail hin und her gelaufen, bis Allah ihnen Samsam, die Samsam-Quelle, gewährt und geschenkt hat. Genau, das ist Sa'i. Okay, also Sa'i hat sozusagen auch mit der Sunna von Sayyida Hajar zu tun. Mit einer Tat von der Frau von Sayyidina Ibrahim. Und es macht auch Sinn, ihr dabei sozusagen zu gedenken und auch an sie zu denken und auch an die Schwierigkeiten, die sie in dieser Zeit hatte. Alleine mit einem Baby mitten in der Wüste. Es gibt viele Duas, es gibt viele Dinge, die man sich da vergegenwärtigen kann, aber auf jeden Fall, wir wollen heute eben eigentlich die normative Komponente uns anschauen, die ist relativ trocken. Und man braucht auf jeden Fall mehr Zeit, aber wie gesagt, wir schauen uns das an. Jetzt haben wir noch sogenannte Startpunkte. Startpunkte. Und dieser Startpunkt im Arabischen heißt der Miqat. Und Miqat kann sowohl ein Ort bedeuten, als auch eine Zeit. Deshalb haben wir einmal einen zeitlichen und einen örtlichen Startpunkt. Einen zeitlichen und einen örtlichen Startpunkt. Der zeitliche Startpunkt, der ist das ganze Jahr. Jetzt denken sich einige, okay, was macht das jetzt für einen Sinn? Die Unterscheidung macht Sinn, weil bei der Hajj beispielsweise ist es nicht das ganze Jahr. Die Hajj, ne, muss zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt beginnen und endet ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Ja? Und die Umra eben nicht. Die Umra kannst du das ganze Jahr machen. Ist egal wann. Januar, Februar, März, April. Es gibt keine Zeit dafür. Du kannst sie verrichten, wann du möchtest. Gut, es gibt aber einen örtlichen Startpunkt. Ab wann geht denn dieser Ihram, die Umra quasi los? Es gibt da einmal die Leute, die vom Ausland kommen, das heißt nicht aus Mekka, die kommen nicht aus Mekka. Alles andere gilt als Ausland, in Anführungsstrichen. Also auch die Leute, die aus Medina kommen oder die Leute, die aus Deutschland kommen, aus Europa und so weiter und so fort. Die müssen sich an die örtlichen Grenzen halten, genauso wie sie sich an die Hajj halten. Und darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das kommt übrigens alles auch in Ibn Ashir vor, also in dem Lehrgedicht, was wir machen. Was sagt sie, der Abdul Wahid ibn Ashir? Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, damit mir das einfällt. Der erste Vers. Ich erinnere mich nur, was danach kommt. Ich gucke mal kurz nach. Kann man wiederholen, schon mal. Und zwar, was sagt er? Er sagt, Ihramu miqatin fadhul hulayfah litiba lishami wa misra aljuhfah qarnun li najdin dhatu arqin lil'iraq ya lam lamul yamani atiha wifaq. Also er zählt hier sozusagen auf, wenn du aus dem Jemen kommst, musst du ab Yalamlam in den Ihram. Da geht deine Umra oder dein Hajj los. Wenn du aus Najd kommst, musst du ab Qarn. Wenn du aus Ägypten kommst, dann musst du ab Al-Juhfa. Wenn du aus Medina kommst, musst du ab Dhul-Hulayfa und so weiter und so fort. Also wir haben bestimmte Grenzen um Mekka herum, die Leute je nach geografischer Lage einhalten müssen. Also wenn jemand jetzt Hajj machen will, muss er ab da oder sie ab dort dann die Absicht dafür fassen. Ja? Die Absicht dafür fassen und was? Und die entsprechenden Pflichten dann einhalten. Das heißt, wenn jemand das nicht macht, dann muss er oder sie mit den Konsequenzen halt rechnen. Also entweder dann, ne? Okay, das ist vielleicht ein bisschen detailliert, darauf brauche ich jetzt nicht eingehen. Bei der Umrah ist es dann so, die meisten von uns werden dann in Medina sein und dann von Medina nach Mekka. Da wird man dann stoppen, wo? Sondern in diesem Dhul-Hulayfa, das ist eine große Moschee, da können die Leute dann duschen, weil das ist der Sunna, duschen und ihre Klamotten dann anziehen, nämlich die weißen Gewänder. Für Frauen werden wir hier gleich auch erwähnen, die sind nicht gebunden, also die Männer müssen hier strikten Kleidungsordnungen folgen
und die Frauen eben nicht. Die können sich ganz frei anziehen, Turnschuhe, egal, Hauptsache, werden wir gleich merken, es gibt noch ein paar Pflichten, aber für die Leute, die in Mekka sind und jetzt nochmal Umrah machen wollen, die sind jetzt fertig mit ihrer Umrah, wollen aber jetzt nochmal eine Umrah, die müssen wieder sozusagen an so eine Grenze kommen. Die müssen dann raus zur Moschee von Sayyida Aisha, nennt man die heute. Das nennt man auch Tanaim oder Hil. Also das ist diese Örtlichkeit, wo man dann wieder seine Ihram-Kleidung anzieht, seine Absicht für die Umrah macht und dann wieder zurückfährt und seine Umrah verrichtet. Gut, also das ist erstmal das Grobe. Das ist erstmal das Grobe. Und jetzt schauen wir uns mal Schritt für Schritt Ihram, Tawaf und Sa'i an. Gut, wenn ich ruhig die Kamera anmache, die Leute wenigstens zu gucken. So, gut. Gut, wir beginnen jetzt erstmal mit Ihram. Okay. Gut. Also wenn man dann diesen örtlichen Punkt erreicht hat, diese örtliche Grenze oder diesen örtlichen Startpunkt, dann duscht man sich erstmal und macht alles, was man fitra, also von der natürlichen Veranlagung her, auch machen würde. Das heißt, man macht sich sauber, man duscht, man macht quasi ein Russel, ne? Die Ganzkörperwaschung, wie man sie auch am Freitag macht. Man rasiert sich an den entsprechenden Stellen, man schneidet sich die Fingernägel und diese Sachen halt, ne? Aber kein Parfüm. Kein Parfüm. Genau, man reinigt sich erstmal. Dann zieht man seine Kleidung an. Männer sind gebunden an eine bestimmte Kleidung. Das sind nämlich die beiden Ihram-Tücher. Nennt man Rida und Izar, also ein Untertuch für den unteren Bereich des Körpers und ein oberes Tuch für den oberen Bereich des Körpers. Und das sind zwei Tücher, die nicht genäht sein dürfen. Also man muss sich von jeglichen genähten Zeugs fernhalten. Und Frauen können halt sich ganz normal anziehen, wie sie möchten, aber keine Handschuhe. Handschuhe sind nicht erlaubt und auch keine Gesichtsverschleierung. Also sowas wie ein Niqab oder sowas ist auch nicht erlaubt. Es sei denn, es ist ein Gesichtsschleier, der halt locker über das Gesicht hängt. Wir kommen gleich nochmal dazu, wenn wir erwähnen, was man alles im Ihram nicht machen darf. Genau, und natürlich die Latschen. Die Männer dürfen auch keine Schuhe anziehen, Frauen dürfen Schuhe anziehen. Die Männer dürfen keine Schuhe anziehen, sondern ganz lockere Latschen. Keine Sandalen, wo quasi die Ferse eingeschlossen werden. Das ist nicht erlaubt. So, dann betet man zwei Raka. In der ersten liest man Surat al-Kafirun, in der zweiten liest man Surat al-Ikhlas. Und dann startet man quasi seinen Weg. Früher ist man dann auf sein Kamel gestiegen oder auf sein Pferd. Oder ist zu Fuß losgelaufen. Denn man soll die Absicht jetzt für den Ihram, also für die Umrah fassen, wenn man eben auf sein Reittier losmarschiert, beziehungsweise zu Fuß losläuft oder wie wir heutzutage im Bus losfahren. Ja, dann fasst man seine Absicht, ich beabsichtige die Umrah und damit bist du in den Ihram, in den sogenannten, diesen Weiherzustand gekommen. Und diesen verbindest du obligatorischerweise mit der Talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Ja, das ist die Talbiya. O Allah, zu deinen Diensten. Labbaik Allahumma labbaik. O Allah, zu deinen Diensten. Labbaik la sharika laka labbaik. O zu deinen Diensten, o Herr, du hast keinen Partner. Innal hamda wa ni'mata. Wahrlich, der Lobpreis und die Gabe gehören dir, Laka wal Mulk, und auch die Herrschaft gehört dir. La sharika lak, du hast keinen Partner, dir wird kein Partner beigesellt.
Genau. Genau. Jetzt öffne ich mal noch mal ein anderes Dokument, dass ich mal kurz nachschaue, ob ich was vergessen habe. Gut. Dann ich werde mal jetzt ein bisschen strukturierter noch mal erklären. Wir haben also beim Ihram Pflichten, Sunnan und Mandubat, okay? Pflichten, Sunnan und Mandubat. Die Pflichten sind, habe ich jetzt teilweise schon erwähnt, dass man sich von jeglichem, als Mann, vor jeglichem genähten und umfassenden fernhält. Ja, also alles, was genäht ist, Hose, T-Shirt, Pullover, darf nicht angezogen werden. Es dürfen nur diese zwei T-Shirts sein. Und das gilt auch, und gilt auch, genauso wie man sich vom Genähten fernhalten muss, auch vom Umfassenden. Was ist umfassend? Beispielsweise eine Uhr oder eine Tasche oder ein Ring. Ja, das sind alles Dinge, die man nicht tragen darf. Das sind sogenannte Dinge, die nennt man auf Arabisch Muhit, also Dinge, die den Körper irgendwie umranden, umfassen. Ja, die sind nicht erlaubt. Keine Umhänge, keine Hosen, keine Chufs, also keine Art von Schuhe, keine Handschuhe, auch keinen Gürtel. Man darf nur einen Gürtel tragen, es gibt so einen Gürtel extra für die Hajis, die unter dem Ihram tragen können, wo sie ihr Portemonnaie verstecken können. Sowas gibt es, das darf man tragen, aber nur, wenn man es für Geld benutzt, hauptsächlich für Geld benutzt. Wenn man es hauptsächlich für Geld benutzt, kann man auch was anderes reinpacken, aber man kann es nicht tragen, um etwas anderes zu machen. Also für Geld, und es muss unter dem Tuch, also auf der Haut direkt getragen werden, nicht auf dem Tuch. Das ist typisch Umrah und Hajj, sagt Sheikh Mahmud auch immer. Das sind immer Regeln und so weiter, die kann man gar nicht nachvollziehen. Aber das ist genau der Sinn. Der Sinn dieser Umrah und Hajj ist also absolute Anbetung. Es ist, ja Allah, du willst es so, ich mache es so. Punkt. Weil ansonsten, wer soll uns erklären, warum wir uns um ein großes Gebäude umkreisen und hin und her zwischen zwei Hügeln laufen. Ne, das macht irgendwie, also das hat nichts mit Logik zu tun, sondern das ist Ta'abbudi. Das hat damit etwas zu tun, dass man sich Gott hingibt. Das ist Islam. Ne? Sich Allah hingeben in dem, was er von uns verlangt. Und daran ist nichts Falsches. Ja? Weil die Basis für unser Glauben ist ein objektiver, mit bei manchen detaillierten, bei anderen einfachen, also bei manchen komplexen und bei manchen einfachen Beweisen für Gottes Existenz, subhanahu wa ta'ala. Also die Überzeugung ist bei jedem unterschiedlich, von der Beweislage her. Für manche ist ja, beispielsweise man erklärt immer der Beduine. Der Beduine wundert sich, warum es Leute gibt, die nicht an Gott glauben. Weil er sagt, ja, das Kamel hinterlässt seine Kamelsohlung, also seine Kamelshaufen oder wie man es auch nennen mag. Ja, und wir wissen, dass es ein Kamel ist und wir sehen die ganze Welt und die Welt soll einfach so da sein. Also sozusagen für einen Beduin kann das ein Gottesbeweis sein. Ja, so banal es auch klingt. Und für andere, für die zum Beispiel die Kalamgelehrten, haben dann auch komplexere Beweise mit aristotelischer Philosophie und so weiter sich angeschaut, ja, und die Logik angewendet. Und es gibt eine bekannte Geschichte von Fakhreddin Razi. War er das? Fakhreddin Razi, der bekannte Kalamgelehrte. Und er ist mit seinen Schülern vorbeigelaufen und da war eine alte Frau, wer ist das denn? Und so, ja, das ist Fakhreddin Razi, der 1000 Beweise für Gottes Existenz. Und dann hat sie gesagt, aber nur weil er 1000 Zweifel hatte. Und dann hat den Imam das erreicht und er meinte dann, ja, das ist der Iman der alten Frauen. Iman ul-Hajjaj, also diese alten Frauen, die haben keine 10 Bücher gebraucht, um Gottes Existenz zu erfahren. Die haben das gelebt. Ne? Also ist auch ein Unterschied. Ne? Deshalb sehen wir auch heute Leute, die logisch denken können. Leute, die die Beweislage kennen, Leute, die ja logisch denken können, aber trotzdem so etwas ablehnen. Ja? Ich kenne sogar einen Menschen, wirklich, der die islamische Theologie tausendmal besser kennt als ich, ja? Und sich mit Kalam und tausendmal besser auskennt, und auch daran glaubt und an den Propheten alles glaubt, aber dann einfach sagt, ja, aber trotzdem will ich nicht die Religion annehmen. Punkt. So als Dogma. Ne? Also, versteht ihr? Also manchmal sind auch diese komplexen Dinge nicht ausreichend, um sozusagen die Wahrheit zu ergründen. Gut,
Dann haben wir die Talbiya, ist auch eine Pflicht. Also wir haben jetzt die erste Pflicht erwähnt bei der Umrah, sich von jeglicher genähter Kleidung zu entfernen. Dann haben wir die Talbiya, also labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, am Anfang des Ihram, wenn man dann losläuft. Und die Talbiya, dazu kommen wir auch gleich, wird dann immer wieder erneuert. Das ist aber dann keine Pflicht mehr. Aber am Anfang ist es eine Pflicht. Dann die dritte Pflicht ist, dass du eben deine Talbiya mit dem Ihram verbindest zu Beginn und dass Männer eben ihren Kopf nicht bedecken. Ja, also mit gar nichts. Keine Mütze, kein Blatt Papier, um sich von der Sonne zu schützen, gar nichts. Gut. Aber Frauen, klar, ziehen ihr Kopftuch an und ziehen sich ganz normal an. Also ist relativ locker für Frauen. Gut, das sind die Pflichten des Ihram. Jetzt haben wir aber auch Sunnas. Die Sunnas sind, eine Ganzkörperwaschung zu machen, dann die besondere Kleidung anzuziehen. Das habe ich gerade alles einleitend erwähnt, ne? Die besondere Kleidung anzuziehen, das heißt die Latschen und die beiden Tücher, und zwei Rakat zu beten nach der Ganzkörperwaschung und bevor man eben sich in den Ihram begibt. Und heute gibt es dort an diesem Ort halt die Moschee, und da kann man dann halt beten. Dann gibt es Mandubat, das heißt erwünschte Bestandteile, und zwar, dass man den Ihram erst beabsichtigt, wenn man auf seinem Gefährt oder auf seinem Verkehrsmittel gestiegen ist und losgefahren ist. Ne? Also beim Losfahren fasst man die Absicht und sagt dann Labbaik Allahumma Labbaik. Mandub ist auch, dass man genau diese Formel, die ich erwähnt habe, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak, dass man diese benutzt. Das ist nämlich die, die wir aus den Hadithen kennen, und nichts dazu oder dann oder davon abzieht und nichts etwas dazu macht. Dann die Talbiya möglichst weiterhin im Verlaufe, bis man nach Mekka ankommt, zu sprechen. Labbaik Allahumma labbaik. Und zwar immer, wenn sich der Zustand irgendwie verändert. Man steht auf, dann macht man die Talbiya. Man setzt sich hin, man macht die Talbiya. Man fährt etwas schneller, dann macht man die Talbiya. Man sieht Leute, sagen Assalamu alaikum. Okay, also immer, wenn sich der Zustand irgendwie verändert, man macht eine Pause, man geht weiter, man begrüßt jemanden, man sieht jemanden. Wenn sich der Zustand irgendwie verändert, fängt man wieder an, die Talbiya zu machen. Und das ist auch Mandub, ist eben nicht zu laut. Man schreit die Talbiya nicht, sondern in einem Mittelmaß. Und man soll die Talbiya auch nicht ununterbrochen aussprechen, sondern wie gesagt ein Mittelmaß. Immer wenn sich der Zustand verändert, dann die Talbiya, aber auch nicht ununterbrochen. Gut, so viel zum Ihram, meine Lieben. Es gibt noch weitere Dinge, die man zum Ihram jetzt sagen kann. Und zwar bestimmte Verbote, die ein Haji oder jemand, der die Umrah macht, nicht überschreiten darf, und zwar beispielsweise Parfüm benutzen. Man darf kein Parfüm benutzen. Man darf es, also riechen ist nur Makruh, aber man darf kein Parfüm benutzen. Diese ganzen modernen Parfüms von heute, ne, das sind die Parfüms, die man nicht benutzen darf. Es gibt auch Parfüme, die nicht verboten sind zu benutzen, die lediglich Makruh sind zu benutzen. Und das sind sogenannte männliche Parfüme, wie zum Beispiel Blumenparfüm, so Rosenparfüm oder Jasmin oder so eine Sachen. Das sind männliche Gerüche. Also männlich meint man jetzt nicht im biologischen Sinne. Das ist anscheinend ein Fachbegriff, ich kenne mich da auch nicht aus in der Parfümwissenschaft. Man darf auch keine Cremes benutzen, es sei denn, es ist eine nicht parfümierte Feuchtigkeitscreme, ja? Um halt, keine Ahnung, man hat beispielsweise trockene Hände oder so und muss das irgendwie behandeln. Das ist kein Problem. Und natürlich darf man auch die normale persönliche Hygiene, die muss man einstellen während der Umrah. Also so eine Umrah dauert 2-3 Stunden. Ja, also die dauert jetzt nicht tagelang. Man muss dann die persönliche Hygiene einstellen. Das heißt, man darf sich nicht die Haare schneiden, man darf sich nicht rasieren, man darf sich nicht die Nägel schneiden, man darf sich nicht schrubben. Wenn du Haare verlierst, musst du eine Entschädigung zahlen dafür, ja. Sondern es geht wirklich, du musst in einem puren Naturzustand bleiben, ja, und es ist auch Makruh, in den Spiegel zu schauen. Du sollst nicht die ganze Zeit gucken, oh, wie sehe ich aus, sehe ich gut aus oder nicht. Nein, es geht darum, du bist müde, du hast geschwitzt, es ist anstrengend. Genau das ist der Zustand, wie du vor deinen Herrn treten wirst, Yawm al-Qiyamah, am Tage des jüngsten Gerichts, genau in so einem müden Zustand. Und am Tage des jüngsten Gerichts hast du nicht mehr die beiden Tücher. Aber wie Sayyida Aisha gesagt hat den Propheten gefragt, ja, so nach dem Motto, ja, wie, die werden alle nackt sein? Und die Antwort darauf war,
Yawm al-Qiyamah ist viel zu intensiv, als dass es jemand interessieren würde an diesem Tage. Ja, also es sind andere Maßstäbe an diesem Tag. Gut. Man darf auch nicht heiraten, falls man sich zufällig verliebt. Und man darf auch keine Heirat initiieren. Also man darf keine Menschen verheiraten, ja, in diesem Zustand. Genauso ist natürlich jeglicher geschlechtlicher Verkehr mit dem Ehepartner verboten. Und auch was davor geschieht an Schmusereien und so weiter und so fort, das ist auch nicht erlaubt, das ist relativ klar. Man darf auch nicht, falls man Hunger hat, jagen. Also man darf auch keine Tiere schlachten zu der Zeit. Früher war es halt normal, man ist halt auf die Jagd gegangen, ne? Heute nicht, aber es ist auch interessant, das mal zu hören. Und man darf auch keine Tiere töten. Ja, du darfst kein, was auch immer, ein Vogel oder sowas, darf man jetzt nicht machen. Das macht auch keiner in der Regel, aber wie gesagt, man erwähnt das, weil früher auch die Leute jagen waren. Aber es gibt auch Ameisen oder sowas, ne? Und viele Leute zertreten mal gerne Ameisen, weil die jetzt stören oder so. Also man darf auf jeden Fall nur Tiere quasi beseitigen, die einem schaden würden. Dazu gehören zum Beispiel Ratten, Skorpione, Schlangen, ja? Das sind so Tiere, die schädlich sind und die man unter Umständen dann beseitigen darf. Wie bitte? Gute Frage, ich weiß nicht. Gut. Alles klar. Es ist erstmal so ein bisschen, also ihr merkt, für mich ist auch Ramadan dieses Thema, obwohl ich das jetzt schon ein paar Mal gelesen habe, ist für mich auch nicht so einfach. Deshalb muss ich immer viel überlegen. Ich finde es noch sehr, sehr detailliert. Ich glaube, man muss erst 10 Ramadans machen und 5 Hajj, damit man das richtig dann versteht, weil das alles sehr theoretisch ist. Gut, also jetzt haben wir erstmal den Ihram soweit verstanden. Jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir die zweite Säule. Die zweite Säule, wie wir gesagt haben, ist der Tawaf. So, das ist jetzt schon mal ein bisschen übersichtlicher, der Tawaf. Da können wir schon ein bisschen mehr damit anfangen. Gut, der Tawaf, man kommt also an und soll die Kaaba jetzt umrunden. Gut, was sind die Regeln des Tawaf? Die Regeln sind folgendermaßen, man muss frei von Unreinheiten sein. Man muss Wudu haben, man muss seinen Schambereich bedecken, also genau wie im Gebet, ne? Also die Reinheit von Körperkleidung und Ort, die rituelle Reinheit und den Schambereich bedecken, also die Haura, und 7 Runden um die Kaaba drehen. Und zwar nacheinander, ohne Pause dazwischen. Und in der Moschee und um die Kaaba. Die Kaaba hat ja auch diesen Hajr Ismail, also man muss komplett um die Kaaba, man darf nicht in diesen Zwischenräumen und man darf auch nicht an der Kaaba kleben, weil an der Kaaba ist so eine Kante, die markiert die alte Kaaba. Die frühere Kaaba war etwas größer und es gibt so eine Kante unten an der Kaaba, da darf man nicht drüber, weil dann hat man quasi, war man in der Kaaba sozusagen. Und man muss ja die Kaaba umrunden, ja. Diesen Bereich nennt man Shadarwa, könnt ihr einfach mal googeln. Die Anatomie der Kaaba, dann könnt ihr euch mal anschauen, wie das aussieht. Und die Kaaba ist auf der linken Seite. Das heißt, gegen den Uhrzeigersinn dreht man sich um die Kaaba. Gegen den Uhrzeigersinn. Das sind alles Pflichten. Die Sunnas des Tawaf sind, dass man es zu Fuß macht, wenn man dazu in der Lage ist, dass man den schwarzen Stein küsst und den sogenannten jemenitische Ecke berührt. Wenn man da ist, sieht man, das ist alles markiert. Dass man Dua macht und für den Propheten Friedens- und Segenswünsche spendet. Und dass man dass Männer in den ersten 3 Runden so leicht joggen, also etwas schneller laufen. Ja, also leichtes Joggen. Gut. Genau. Also genau wie vorhin, ich habe vorhin erstmal erklärt, wie kommen wir in den Ihram, ganz praktisch. Und dann habe ich die Regelungen erwähnt, ja? Jetzt habe ich das gerade umgekehrt gemacht, jetzt habe ich gerade die Regelung für Tawaf erwähnt. Und jetzt erzähle ich mal kurz, wenn man jetzt dort ist, wie macht man dann Tawaf, wie sieht das praktisch aus? Praktisch sieht das so aus, du kommst also jetzt vom Ihram, vom Bus, du hast deine Talbiya gemacht, du kommst in Mekka an und jetzt stopp, jetzt gibt es keine Talbiya mehr. Es ist dann empfohlen, wenn du in Mekka ankommst, dass man nochmal eine Dusche macht, wenn möglich. Es ist meistens aus organisatorischen Gründen nicht mehr so leicht, aber walaikum salam. Dass man bei Vitor eine Dusche nimmt, wie gesagt, ist aus organisatorischen Gründen etwas schwierig.
Und dann über Kuda Athania, man ist sowieso gebunden an seinen Guide, also von daher. Aber normalerweise ist man von Kuda Athania Eintritt. Und wenn man dann eben die Grenzen von Mekka erreicht, dass man dann stoppt, die Talbiya, also Labbaik Allahumma Labbaik, zu sprechen. Und jegliche Beschäftigung mit weltlichen Dingen beiseite lässt, das sowieso. Also nicht die ganze Zeit auf WhatsApp rumhängen. Du bist jetzt in der Umrah, ja? Handy am besten im Hotel lassen. Na naja, okay, vielleicht doch lieber dabei haben, falls man verloren geht. Und dann kommt man und geht voran zum Masjid al-Haram. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Und versucht dann über Bab al-Salam, also die Tür des Friedens, Bab al-Salam, gibt es auch in der Prophetenmoschee, über Bab al-Salam dann den Masjid zu betreten. Dann geht man, was aber auch sehr schwierig ist, zum schwarzen Stein, um ihn zu küssen. Aber das ist nahezu unmöglich. Und ich favorisiere tatsächlich, wenn es nicht wirklich leer ist, und selbst wenn es leer ist, für mich persönlich habe ich entschieden, ich gehe einfach nicht hin, weil ich sonst anderen Muslimen schaden würde. Also das ist so ein Gequetsche, da kommen Männer ohne Oberteil wieder raus, da kommen Frauen ohne Kopftuch wieder raus, weil die sich so quetschen. Und meiner Meinung nach ist es Sunnah, den schwarzen Stein zu küssen. Aber es ist Pflicht, die Haura bedeckt zu lassen und nicht in Kontakt, also zwischen den Geschlechtern dort durchmischt zu werden. Von daher, ich persönlich versuche das immer zu vermeiden. Es sei denn, es ist wirklich sehr, sehr, sehr frei und man kann dann problemlos ran. Aber man sollte auf keinen Fall aggressiv irgendwie da ran. Genau, also man geht dann idealerweise zum schwarzen Stein und küsst ihn. Wenn man nicht kann, dann berührt man ihn und führt die Hand wieder zurück zum Mund. Und wenn man nicht kann, gibt man den Salam von hinten mit einem Winker. Ja, man winkt. Und dann sagt man was? Bismillah, Allahu Akbar. Genau, und das ist dann der Tawaf, der Umrah. Man sagt dann Allahu Akbar und dann beginnt man seine 7 Runden. Wie gesagt, man lässt gegen den Uhrzeigersinn, das heißt die Kaaba ist auf der linken Seite. Und jedes Mal, in jeder Runde, versucht man eben den Stein man grüßt in jeder Runde den schwarzen Stein, wenn man in dieser Ecke vorbeigeht, dann gibt es da so grüne Markierungen. Und man sagt auch an der jemenitischen Ecke, die ist ebenso markiert, macht man auch Takbir und versucht ihn zu berühren und die Hand dann wieder zurück, ohne zu küssen, die Hand einfach zurück auf den Mund zu bringen. Ja? Aber man küsst nicht die Hand und man küsst auch nicht diesen Yemeni-Stein, diese jemenitische Ecke. Genau, und dann macht man, wie gesagt, die ersten 3 Runden versucht man zu joggen, wenn man als Mann. Und wenn man dann fertig ist, ist es dann Pflicht, danach die beiden Raka hinter dem Maqam von Sayyidina Ibrahim, da sind die Fußspuren von Sayyidina Ibrahim drin, versucht man dort, wenn es nicht voll ist, zu beten, ansonsten irgendwo anders, diese 2 Raka zu beten, ganz wichtig, damit der Tawaf sein Ende findet. Erst dann ist der Tawaf abgeschlossen. Und danach, idealerweise, kann man zum Multazam gehen, also ein bestimmter wieder Bereich bei der Kaaba, und dort Dua erstmal machen, bevor man dann wohin kommt? Zum Sa'i. Das ist also die 3. Säule. Jetzt sind wir schon beim Sa'i. Das ist eben dieses Hin- und Herlaufen zwischen Safa und Marwa. Und wenn man es kann, dann bevor man zu Safa und Marwa geht, den schwarzen Stein wieder grüßen. Dann geht man zu Safa, also auf diesen Hügel Safa. Das ist heute alles mit Fliesen versehen und alles, ne, ganz modern. Da kann man dann hin und da kann man dann ein bisschen, es ist Mandub, dann versuchen so ein bisschen hochzusteigen, die Steine sind da noch ein bisschen vorhanden, mit so einer Masse umschüttet, also alles wurde verfließt, also es ist nicht mehr so natürlich da, wie es damals war. Früher war da Sand und der Hügel, ja, ist auch vielleicht gut, früher hat sich natürlich dann auch viel Staub und Dreck angesammelt, ne, durch die Fliesen ist natürlich alles sauber geworden, man muss also auch den Vorteil darin irgendwie sehen, auch wenn es nicht mehr ganz so natürlich aussieht, wie es mal war. Und dann sagt man 3-mal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika, la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir, La ilaha illallah wahdahu, anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahdahu. Und macht Dua und macht Salat auf den Propheten alayhi salatu wasalam und ab geht's zu Marwa, also zur anderen Seite. Versuchen, also der klassische Weg ist der mittlere Weg normalerweise, dort wo die Rollstuhlfahrer immer sind, aber man sollte auf keinen Fall die Rollstuhlfahrer behindern und lieber dann rechts oder links laufen. Und zwischen dem markierten Bereich, den man Batn al-Masil nennt, soll man wieder so joggen. Das ist eine Sunna, also etwas schneller laufen. Sieht dann immer ein bisschen amüsant aus, wenn dann, ne, die Jungs da rumlaufen. Und insgesamt macht man 7-mal. Also einmal von Safa nach Marwa ist einmal. Von Marwa nach Safa ist wieder einmal. Von Safa nach Marwa wieder einmal, ja? Also nicht einmal hin und her ist einmal, nein.
einmal nach Safa, von Safa nach Marwa ist eins. Das heißt, du stehst viermal an Safa und viermal an Marwa, dann hast du sieben Runden. Du stehst viermal an Safa und viermal in Marwa, dann hast du sieben. Und zwischendurch macht man Dua, Dhikr, Salawat, alles, was dir einfällt. Du denkst an die Zeit von Sayyidah Hajar und so weiter und so fort und versuchst dich Allah zuzuwenden. Beim Sa'i, zu den Regelungen, also das war jetzt der Ablauf von Sa'i, zu den Regelungen, du musst halt die sieben Runden machen, du musst bei Safa starten, es muss davor eben der Tawaf komplett gemacht worden sein, du kannst es nicht vertauschen, erstmal Sa'i, dann Tawaf, nein. Und wenn du kannst, dass du versuchst, von dem, was noch geblieben ist von den Hügeln, etwas in die Höhe zu, ein bisschen rauf zu klettern und viel Dua zu machen. Das sind auch erwünschte Bestandteile. Man muss kein Wudu haben, aber es ist empfohlen, Wudu zu haben. Es ist auf jeden Fall empfohlen, Wudu zu haben. Gut, das ist also Sa'i. Damit haben wir die Säulen der Umrah behandelt. Das war es eigentlich auch schon, dann ist man fertig. Wie kommt man raus aus der Umrah? Du musst raus und musst dir von jemandem, der nicht im Ihram-Zustand, einmal die Haare schneiden lassen, die Haare rasieren lassen, ein paar Haare abschneiden lassen, dann bist du draußen. Umso mehr du, also wenn du eine ganz Kopfrasur machst, das ist am empfohlensten, weil man sagt, die Sünden werden entsprechend der Haare verziehen. Also umso mehr Haare du quasi wegschneidest oder rasierst, desto mehr Sünden werden verziehen. Und damit bist du dann draußen. Dann bist du dann fertig und hast die Umrah beendet. Jetzt möchte ich noch ganz kurz, weil Ibn Hajar das so wunderschön erwähnt, ganz kurz, wenn man den Propheten a.s. besucht und der Adab auch für Mekka, also auf jeden Fall, was er sagt, dass man ganz viel in Mekka, ganz viel Tawaf machen soll, weil Tawaf kannst du nirgendwo anders machen. Das kannst du nicht in Berlin, das kannst du nicht in Osnabrück, nicht in Paris, das kannst du nur in Mekka. Deshalb, wenn du da bist, mach viel Tawaf. Und man soll sich natürlich der Großartigkeit und der Heiligkeit und des Segens dieser Orte bewusst sein und daran denken, dass der Prophet a.s. dort geboren ist, dass er diese Wege gelaufen ist und dass das alles der Prophet gemacht hat. Wäre der Prophet an einem Ort nach rechts gegangen, wären wir heute auch nach rechts gegangen. Hat mir mal ein Freund gesagt, ich bin mit ihm auf Umrah gewesen und dann hat er mir gesagt, ja, stell dir mal vor, der Prophet wäre hier jetzt nach rechts gegangen, dann hätten das heute alle Menschen auch gemacht, alle Muslime. Also das zeigt uns, es geht hier wirklich, wir befolgen die Offenbarung. Schwarz auf weiß, Punkt. Ne? Ohne viel Nachdenken. Ah, ich mache lieber 8 Runden. Nee, ich mache 16 Runden. Nein, du machst 7 Runden zwischen Safa und Marwa. Du machst 7 Runden im Tawaf. Ja? Gut. Was sagt Ibn Ashir? وَسِرْ لِقَبْرِ الْمُصْطَفَى بِأَدَبِي وَنِيَّةٍ تُجَبْ لِكُلِّ مَطْلِبِي سَلِّمْ عَلَيْهِ ثُمَّ زِدْ لِلصِّدِّيقِ ثُمَّ إِلَى عُمَرَ نِلْتَ التَّوْفِيقِ. Also, schreite voran zum Grabe des Mustafa, zum Grabe des Auserwählten mit Anstand und einer Absicht und der Bitte um alles. Bitte um alles. Bitte um alles. Beim Propheten bitte um alles. Also mach Dua, ja Allah, schenk mir ein Kind. Ja Allah, schenk mir meinen Traum-Ehepartner. Ja Allah, gib mir ein schönes Leben. Wir lernen nämlich aus der Sunna, genau beim Isra und Miraj, hat Sayyidina Jibril dem Propheten a.s. auch gesagt, er soll an bestimmten Gräbern beten. Ja? Und wir lernen davon, dass diese Orte, wo bestimmte Menschen waren, besondere Menschen waren, dass die wichtig sind und dass das Dua dort möglicherweise akzeptiert ist. Und es ist ein Ijma, es ist Konsens unter allen Gelehrten, dass der beste Ort auf der ganzen Welt der Ort ist, an dem der Prophet a.s. begraben ist. Dieses Stück Erde, was ihn umhüllt, das ist der beste Ort, den es gibt. Das ist besser als das Paradies. Ja, das ist dieser Ijma, den kann man bei Qadi Hayat, also wird immer erwähnt, also er hat diesen Ijma, erwähnt diesen Ijma. Und bei den Malikiten ist Medina besser als Mekka. Ja, bei den Malikiten ist Medina besser als Mekka. Das Gebet ist dort wertvoller. Bei den anderen ist Mekka, ne? Bei den Malikiten, das berührt mich sehr, ich liebe das. Ich liebe das an den Malikiten. Deshalb bleibe ich hier bei diesem Madhab, ja. Also bei ihnen ist es Medina tatsächlich höher angesehen als Mekka. Das macht Mekka natürlich nicht klein. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr auf Umrah geht, ihr merkt, Mekka und Medina, großer Unterschied. Medina ist sanft und weich und liebevoll. Komm herein. Du wirst gestreichelt, ja? Und Mekka ist dann, ach, da richtig, da merkst du. Also in Medina spürst du die Schönheit, sagt man immer, El-Jamal. Und in Mekka spürst du immer El-Jalal. Also diese
Kraft und diese Macht Allahs und die Erhabenheit Allahs. Ja? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Jeder, der da sein wird, wird das spüren. Genau, wenn man den Propheten a.s.w. besucht, dann geht man auch durch Babus Salam, du gehst besser zu ihm und du machst dich schicker als vor deiner Hochzeit. Du duschst, du knippst dir die Finger, du ziehst deine beste Kleidung an und du gehst bescheiden dahin. Du gehst über Babus Salam. Ne, nachdem du deine Dusche gemacht hast und alles drum und dran, dich parfümiert hast, ne? Und dann zu Fuß bescheiden, gesenkten Blickes, gesenkten Hauptes in die Moschee gehst. Und versuchst dann zum Propheten a.s.w. zu kommen und schaust zu ihm, schaust nicht zu Qibla, du schaust zu ihm und grüßt ihn a.s.w. und du sagst ihm alles, was dir auf dem Herzen liegt, du sprichst mit ihm, er lebt. Ja? Du gibst ihm den Salam, du hörst auf keinen, der dir sagt, dreh dich um, Qibla, 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 du hörst auf diese Leute nicht, diese Leute haben keine Ahnung. Ja? Die Kaaba und das ist ein Stein, die Kaaba. Und der Prophet Allah ist der beste Mensch, er ist besser als diese Kaaba. Ja? Und deshalb, wenn du da bist, dreh dich zu ihm. Es ist Adab, dass du dich zu ihm drehst, als dass du dich zu einem Stein, zu Kaaba drehst. Ja? Aber heute gibt es halt dieses falsche Verständnis, dass die Leute Paranoia haben, dass man den Propheten anbetet. Und es gibt keinen Muslim auf der Welt, der den Propheten a.s.w. anbetet. Es ist nur die teuflische Paranoia einiger Menschen, einiger Ideologien, die darauf kommt, dass man den Propheten anbetet, wenn man vor seinem Grab weint. Dabei hat Sayyidina Bilal ibn Rabah an seinem Grab geweint. Und Sayyidina Bilal ibn Rabah hat sein Grab angefasst. Obwohl es makruh ist. Es ist makruh, ein Grab anzufassen. Aber Sayyidina Bilal war so von Liebe erfüllt, der konnte nicht anders. Der hat sich einfach da, ne? Der ist einfach umgefallen. Und jemand hat ihn angetippt. Jemand hat ihn angetippt. Hey, was machst du da? Und dann hat er gesehen, das ist ja Bilal ibn Rabah, der große Sahabi. Ja, er konnte nicht anders. Das heißt nicht, dass wir uns daran reiben sollen. Das sollen wir nicht machen. Es ist makruh. Wir sollen dieses Grab mit Respekt behandeln. Aber es ist nichts Schlechtes dabei, dort Dua zu machen und den Propheten a.s.w. anzusprechen, als würde er leben. Und Salawat für ihn zu sprechen, so viel du kannst. Und wichtig ist, über dem Grab steht eine Ayah des Propheten a.s.w., eine Ayah des Korans, da steht, La tarfa'u aswatakum fawqa sawt an-nabi a.s.w. Hebt eure Stimmen nicht über die Stimme des Propheten, weil damals gab es ein Arabi, der ist laut geworden. Ja? Und das steht über dem Grab und deshalb für uns bedeutet auch, wir sollen da nicht streiten. Passt bloß auf. Wir stehen da vor dem Propheten, a.s.w., es wird nicht gestritten, es wird nicht laut geredet. Wenn jemand eben dir das Buch von der Hand schlägt, was du gerade liest, das ist mir auch schon passiert. Ich war mit Sheikh Ahmed Saad, Azhari-Gelehrter da, vor meinen Augen schubsen sie ihn weg, diese Polizisten, ne? Weil für sie alles Bid'ah ist, alles ist Bid'ah. Die Liebe zum Propheten ist Bid'ah. Yani, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ja, aber ein Mensch, er ist ein normaler Mensch. Das wissen wir, dass er ein normaler Mensch ist, aber ein Diamant ist auch anders als ein Stein, oder nicht? Ja? Also auf keinen Fall dort streiten oder so, sondern versuchen, seinen Job zu machen und weiterzugehen. Genau, und entsprechend deines Adabs und entsprechend deiner Liebe wirst du dort viel erleben und viel bekommen, inshallah. Und auch wenn du nichts spürst und auch wenn du nicht weinst, das ist nicht die Bedingung. Es steht nirgendwo geschrieben, du musst weinen, ansonsten bist du schlecht. Nein, du gehst dahin, wenn dir die Tränen runterrollen, schön, wenn nicht, dann denk nicht, du bist jetzt der schlechteste Mensch auf der Welt. Du warst beim Propheten, du hast was bekommen. Vielleicht merkst du es ein Jahr später, vielleicht zwei Jahre später, vielleicht eine Woche später, du bekommst was. Du bekommst da Geschenke. Alleine, dass du da warst, war schon Geschenk genug. Und dann gibt es verschiedene Formeln, wie du ihn grüßt. Es gibt ganz lange Texte, man kann sich die Bücher holen, aber du kannst es auch einfach vom Herzen machen. Assalamu alaikum, Sayyidi, ya Rasulullah. Ich grüße dich, ich bin Hamza, ich bin aus Osnabrück gekommen, um dich zu treffen. Ich liebe dich, ich folge dir. Und so weiter. Und dann begrüßt man natürlich Sayyidina Abu Bakr und Sayyidina Omar, die neben ihm liegen. Und man soll besonders, wie Ibn Ashr hier erwähnt, Salam alayhi thumma zidl as-siddiq thumma ila Umar nilta at-tawfiq. Wa alam bi anna dhal maqama yustahab fihi ad-du'a fala tamalla min talab. Und wisse, dass bei diesem Maqam, also an diesem Ort, das Du'a erwünscht ist. So werde nicht müde vom Bitten. Bitte, so viel du kannst.
وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذن التلمنا. Und frag um seine Schafa'a, bitte ihn. Bitte, mach die Fürsprache für mich. Und bitte um den guten Abschluss, dass man als Muslim stirbt. Also Taubata ibn al-Talmuna. Und mach die Tauba dort vor Ort, auf dass sie akzeptiert werden möge. Und die Leute, die dann zurückgehen, nehmen viele Geschenke mit, inshallah. Das ist Sunnah auch, ne? Der Familie Freude zu bereiten. Und damit ist dann der Besuch beendet. Ja, somit haben wir heute ganz flott und ganz schnell, deshalb habe ich auch überzogen, zusammengefasst, uns die Umrah angeschaut und der Besuch des Propheten a.s. Und passt bloß auf, dass ihr die Umrah macht und, nicht den, und den Propheten nicht besucht. Aufpassen, ne? Wenn die Umrah macht, also ihr kommt jetzt nicht zu mir und nach Hause, ihr seid meine Gäste, aber kommt nicht rein, ihr nehmt nur das Essen, isst vor der Tür und haut wieder ab. Nee, nee, das ist nicht gut. Ihr geht zu Kaaba, geht nach Mekka und dann geht ihr zu demjenigen, der euch das alles ermöglicht hat. Das ist der Prophet, okay, der Gastgeber. Ihr seid die Gäste des Propheten und die Gäste Allahs. Und man geht zum Gastgeber und man bleibt nicht im Hinterhaus, ja, oder besucht einen Raum des Hauses und geht dann wieder weg und sagt nicht Hallo, sondern auf jeden Fall, ne, wenn man nicht kann, ist was anderes. Es ist keine Pflicht, ja, es ist keine Pflicht, wir haben gerade gehört. Aber für die Verliebten ist es Pflicht. Für die Verliebten ist es Pflicht. Ne? Für die Verliebten ist es Pflicht und für die trockenen Fiqh-Menschen, ja, ist es nur Mandub oder Sunnah. Nein, für die Verliebten ist es Pflicht und so sollten wir es ansehen. Und sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah möge uns diese Reise vereinfachen und euch allen möglich machen. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.